Die Mollusker bzw. Weichtiere sind ein Tierstamm innerhalb der Lophotrochozoa. Eine Apomorphie der Mollusker ist die Gliederung des Körpers in Kopf, Fuß und Eingeweidesack. Mollusken haben ein offenes Kreislaufsystem. Durch die offen endenden Gefäße fließt Hämolymphe in Spalträume des Körpers. Das Gefäßsystem bei den Cephalopoda, den Kopffüßern, ist besonders differenziert und nahezu geschlossen. Der respiratorische Blutfarbstoff ist Hämocyanin oder Hämoglobin. Meist allerdings fehlt der Farbstoff. Die Larve der Mollusker wird Veligerlarve genannt. Veligerlarven sind Teil des freischwimmenden Planktons. Kennzeichnendes Merkmal der Veligerlarve sind die Vela, lappenartige, von Cilien besetzte Fortsätze. Diese dienen der Nahrungsaufnahme und der Fortbewegung. Die Veligerlarve ist der Trochophora-Larve der Anneliden sehr ähnlich. Die Schnecken bzw. Gastropoda gliedern sich in Kopf, Fuß und Eingeweidesack. Am Kopf tragen Schnecken ein paar Fühler, welches dem Tastsinn und dem chemischen Sinn dient. Bei einigen Schnecken sitzen an der Basis der Fühler Augen. Häufig aber trägt ein zweites Fühlerpaar die Augen. Die Fortbewegung der Gastropoda erfolgt über den muskulösen Fuß. Die Unterseite des Fußes ist sohlenartig abgeflacht. Am Fuß mündet eine Schleimdrüse. Zusammen mit der wellenförmigen Muskelkontraktionsbewegung der Fußsohle ermöglicht der Schleim das Vorwärtskriechen. Der Eingeweidesack ist häufig von einer Schale bedeckt und wird schon während der Embryonal- bzw. Larvalentwicklung angelegt. Der Eingeweidesack erfährt während der Entwicklung außerdem eine Drehung bzw. Torsion um seine Längsachse, da eine Seite der Schnecke schneller wächst als die andere. Die Schale, die vom Mantel abgeschieden wird, gibt die Form des Eingeweidesacks genau wieder. So kommt die typische Schneckenhausform zustande. Es ist also der Eingeweidesack, der die Form der Schale bedingt und nicht die Schale, die die Drehung des Eingeweidesacks bestimmt. An der Oberseite des hinteren Fußteils wird von den meisten Schnecken eine aus Konchin und Kalk bestehende Platte abgeschieden, das Operculum. Das Operculum verschließt die Schalenöffnung hinter dem zurückgezogenen Tier. Gerade zu Beginn der Überwinterung oder bei anhaltender Trockenheit wird die Schalenöffnung mit diesem Operculum verschlossen. Nach Beendigung dieser Ruhephasen fällt das Operculum, also die Kalkplatte, wieder ab. Schnecken können sowohl über die Haut als auch Kiemen oder Lungen atmen. Bei Lungenschnecken fehlen die Kiemen vollständig. Die Lunge der Lungenschnecken entwickelt sich aus der Mantelhöhle. Bei den Lungenschnecken und den Hinterkiemerschnecken findet man zumeist beide Geschlechtsorgane. Sie sind Zwitter. Vorderkiemerschnecken hingegen sind meistens getrenntgeschlechtlich. Die Spitzschlammschnecke Limnaea stagnalis, auch Spitzhornschnecke genannt, gehört zur Familie der Schlammschnecken und gilt mit 4,5 bis maximal 7 cm Gehäuselänge als größte Wasserlungenschnecke Mitteleuropas. Die Art hat ein rechtsgewundenes, relativ dünnschaliges, hornbraunes Gehäuse mit 7,5 Windungen und einer langen Spitze. Die Spitzschlammschnecke kommt holarktisch vor.
Sie toleriert pH-Werte von 6,5 bis 9, fehlt also beispielsweise in sauren Moorgewässern und anderen kalkarmen Habitaten. Das zeitweilige Trockenfallen ihres Lebensraums und das Durchfrieren von Gewässern im Winter kann sie überstehen. Ferner werden von ihr Salzgehalte bis 0,7% ertragen. Und so kommt die Spitzschlammschnecke auch in der nördlichen Ostsee vor, wo sie allerdings mit 20 bis 30 mm Gehäuselänge deutlich kleiner bleibt. Ab 26 Grad Celsius Wassertemperatur steigt die Sterblichkeit infolge von Sauerstoffmangel sehr stark an. Die zwittrigen Tiere sind mit ungefähr 10 Wochen geschlechtsreif, befruchten sich jedoch nicht wechselseitig, sondern nur stets in eine Richtung. Nach der Befruchtung werden festgalärtige Laichschnüre an Wasserpflanzen angeheftet, die bis zu 200 Eier enthalten können. Aus den Eiern schlüpfen je nach Wassertemperatur nach etwa 14 Tagen die fertig entwickelten Jungen. Sie können 3 bis 4 Jahre alt werden. Das erste Präparationsobjekt ist die gemeine Miesmuschel. Die gemeine Miesmuschel oder essbare Miesmuschel Mytilus edulis ist eine Muschelart aus der Familie der Miesmuscheln, der Mytilidae. Die gemeine Miesmuschel war ursprünglich auf die Küstengewässer des östlichen Nordatlantiks beschränkt. Sie kommt heute durch Verschleppung und gezielte Ansiedlung in Aquakulturen auch im Nordpazifik vor. Die gemeine Miesmuschel lebt bevorzugt im Gezeitenbereich im flachen Wasser bis etwa 50 Meter Wassertiefe, wo sie mit ihren Byssusfäden angeheftet ist. In Muschelbänken können sie sehr dichte Bestände von bis zu 2000 Tieren pro Quadratmeter bilden. Die Anheftung ist nicht dauerhaft. Die Muschel kann die Anheftung lösen, sich mit Hilfe des Fußes ein Stück bewegen und sich an einer anderen Stelle wieder anheften. Sie braucht im Sommer Wassertemperaturen von mindestens 4 Grad Celsius. Die Geschlechter der gemeinen Miesmuschel sind getrennt. Die Weibchen können bis zu 3-mal im Jahr jeweils 5 bis 12 Millionen Eier freisetzen. Die Befruchtung findet extern statt. Die befruchteten Eier entwickeln sich über die Trochophora zu einer Veligerlarve. Die Veligerlarve treibt bis zu 4 Wochen im freien Wasser, bevor sie zum Bodenleben übergeht und eine Metamorphose einleitet. Die Lebensdauer ist stark abhängig von der Temperatur. Unter kalten Bedingungen wachsen die Tiere sehr langsam und können ein Alter von über 10 Jahren erreichen. Sie sind nach 1,5 bis 3 Jahren geschlechtsreif. Durch die seitliche Einströmöffnung gelangt frisches Wasser in die Mantelhülle. Die obere Öffnung dient als Ausströmöffnung. Über diese Ausströmöffnung werden verbrauchtes Atemwasser, Kot und Exkrete abgegeben. Mit den Byssusfäden kann sich die Muschel am Substrat festhalten. Die Miesmuschel wird zunächst von allen Seiten ungeöffnet betrachtet. Alle Muscheln sind Bodenbewohner. Die meisten Muscheln leben halb oder ganz eingegraben. Bei Muscheln wie der Miesmuschel helfen die seidenartigen Byssusfäden, um sich am Substrat festzuhalten. Diese Byssusfäden werden von der Byssusdrüse am Hinterende des Fußes abgeschieden. Bei der Ansicht von hinten in die unpräparierte Muschel lassen sich die Mantelverwachsung, das dorsale Velum, der After, der hintere Schließmuskel, die Kiemen, die Einströmzone und die Papillen erkennen. Nun folgt die eigentliche Präparation.
Ziel ist es zunächst, die rechte Schale zu entfernen. Dies gelingt am besten mit einem Skalpell. Dazu wird das Periostracum entlang des Schalenrandes aufgeschnitten. Man schneidet gegen den Schalenrand. Dann werden die Ansatzstellen der Mantelrandmuskulatur entlang der Mantellinie vorsichtig gelöst. Dazu wird die Klinge eines Skalpells zwischen Mantel und Schale etwa 1 cm tief eingeführt. Die Skalpellschneide wird gegen die Schalenfläche gestellt. Dann führt man das Skalpell um den gesamten Rand herum. Um letztendlich den Schließmuskel zu durchtrennen, führt man die Klinge von hinten dorsal ein. Die Ansatzstellen der Schließmuskulatur werden dann vorsichtig durchschnitten. Nun können die übrigen Muskeln abgetrennt werden, am besten mit einer Sonde oder einem Skalpell. Die rechte Schale kann nun entfernt werden. Um den Mantel zu öffnen, durchtrennt man die vordere ventrale Mantelverwachsung bis zur Spitze und den vorderen Schließmuskel. Dann lässt sich die rechte Mantelseite hochklappen und mit Nadeln aufspannen.
Die geöffnete Muschel wird normalerweise mit Wasser bedeckt, am besten mit Salzwasser. In diesem Video verzichten wir allerdings aus technischen Gründen auf das Wasser. Beim Blick auf das geöffnete Präparat fallen nun zunächst die Kiemen und der markante Fuß auf. Die Kiemen werden am Vorderende von zwei beweglichen Mundsegeln umgeben. Dort, wo die Mundsegel zusammenlaufen, bilden sich die Lippen und die Mundöffnung. Die bewimperten Mundsegel leiten die von den Kiemen eingefangenen Nahrungspartikel zum Mund. Der olivgrüne Bereich im Vorderende der Muschel ist durch die Mitteldarmdrüse bedingt. Die Nieren liegen dorsal vor den Basen der Kiemen. Zwischen den Kiemen erstreckt sich der dunkelbraune, muskulöse Fuß. Mit diesem assoziiert sind die Byssusräder. Cephalopoda oder Kopffüßer sind eine Klasse innerhalb der Mollusca, die nur marin vorkommt. Zu den Kopffüßern gehören die größten lebenden Weichtiere. Der vordere Teil des Fußes ist bei Kopffüßern zum Trichter und zu 8, 10 oder über 90 Fangarmen entwickelt. In Bezug auf ihre Organisationshöhe werden sie nur von den Wirbeltieren übertroffen. Der Eingeweidesack wird von einem sehr muskulösen und dicken Mantel umfasst. Eine äußere Schale findet sich bei den rezenten Cephalopoden nur bei den Nautiliden. Der gemeine Kalmar ist in den Küstengewässern des östlichen Nordatlantiks von der Nordsee bis vor Westafrika sowie des Mittelmeeres einschließlich der gesamten Adria mäßig häufig. Seine größte Verbreitung erzielt der Kalmar in Tiefen bis etwa 100 Meter und mehr, doch dringt er auch in Tiefen bis zu 400 oder 500 Meter vor. Vereinzelt gelangt er bis in die südwestliche Ostsee. Diese Art lebt freischwimmend oder bewohnt unterschiedliche Meeresböden wie sandige oder schlammige Untergründe. In ihr nördliches Verbreitungsgebiet, in die Nordsee, gelangt diese Art nur saisonal im zeitigen Frühling in größeren Verbänden, um nach Einbruch der Dunkelheit abzuleichen. Dabei sammeln bevorzugt mehrere Tiere ihren Laich an einer gemeinsamen Stelle an. Die Larven sind den erwachsenen Exemplaren morphologisch sehr ähnlich, weichen aber in den Verhältnissen der Körperteile zueinander von diesen ab. Vor der Präparation wird der Kalmar zunächst von außen betrachtet. Dabei fallen vor allem der Trichter, Linsenaugen, Mund und Kiefer, die Arme bzw. Tentakel und die Flossen auf. Der Kalmar trägt seitlich am Kopf zwei große Linsenaugen. Auf der ventralen Seite zwischen Kopf und Rumpf kann man den Trichter erkennen. Zwei der 10 Arme sind lange Fangarme, auch Tentakelarme genannt. An den Tentakelarmen befinden sich zwei Reihen von Saugnäpfen. Im Gegensatz dazu tragen die normalen Fangarme, die wesentlich dünner sind als die Tentakeln, nur am Ende 4 Reihen von Saugnäpfen. Höhle von außen fallen die kräftigen Retraktormuskeln auf. Für die Präparation wird der Kalmar in die Wachsschale gelegt. Für eine spätere Zeichnung ist der Kalmar mit dem Kopf und somit auch mit den Armen nach oben auszurichten. Für die Präparation wird der Mantel dorsal, welches die dunklere Seite ist, mit einer Schere aufgeschnitten. Die beiden Mantelflächen können nun aufgeklappt und mit Nadeln in der Präparationsschale festgesteckt werden. Der Trichter kann nun in seiner vollen Länge betrachtet werden. Ist der Kalmar eröffnet, so wird das Präparationsobjekt normalerweise mit Wasser bedeckt, am besten mit Salzwasser. In diesem Video wird aus technischen Gründen darauf verzichtet. Sobald der Kalmar eröffnet ist, wird dieser mit Präparationsnadeln in der Schale festgesteckt.
Der Eingeweidesack wird von einer zarten Haut bedeckt. Hier zu sehen ist ein männliches Exemplar. In der Mantelhöhle fallen rechts und links die beiden gefiederten Kiemen auf. Diese können in einem späteren Präparationsschritt angefärbt werden. Bei den männlichen Kalmaren lässt sich direkt das Herz mit den Nierensäckchen erkennen. Das Herz liegt in der Mitte des Eingeweidesacks, ist weißlich-gelb und von rhombischer Form. Teilweise überdecken die Nieren das Herz. Bei männlichen Tieren sind Hoden und Samenleiter zu erkennen. Der Hoden ist tütenförmig und auf den Hoden folgt der Samenleiter. Dieser gliedert sich in Vas deferens, eine Spermatophorendrüse und das Vas efferens. Die Spermatophorendrüse ist eine Anhangsdrüse der Geschlechtsorgane, welche die Spermatophoren oder Samenpakete produziert. Bei den Spermatophoren handelt es sich um Spermienhaufen, die durch bestimmte Kittsubstanzen zusammengehalten werden. Von den Kiemenherzen gelangt das Blut in die Kiemenarterie und wird mit Sauerstoff angereichert. Das sauerstoffreiche Blut wird dann über die Kiemenvene zum Hauptherz zurückgeführt. Sie liegt unterhalb der Niere. Im Herzen der Cephalopoden befindet sich also immer sauerstoffreiches Blut. Der letzte Abschnitt des Samenleiters, der Vas efferens, mündet über die sogenannte Needhamsche Tasche in die Mantelhöhle. Das Herz liegt in einer Perikardhöhle, welche mit den Nierensäckchen verbunden ist. Dies sind spezielle Zylomräume, die die eigentliche Niere darstellen. Hier findet die Abgabe der Exkrete, wie zum Beispiel Harnstoff, und die Rückresorption statt. Zwischen den Trichtermuskeln liegt der weißliche Enddarm. An diesem sitzt auch der Tintenbeutel an. Der Verdauungstrakt beginnt mit dem Schlundkopf. Aus diesem gelangt die eingespeichelte und vorverdaute Nahrung in den Ösophagus. Zwischen den mächtigen Trichterretraktoren liegen die beiden gelblichen Mitteldarmdrüsen. Der Ösophagus mündet in einen Muskelmagen. Es gibt des Weiteren einen Magenblindsack. Bei weiblichen Tieren fallen nach dem Eröffnen des Mantels große, paarige, langovale Organe auf, die Teile des Darms und Teile des Tintenbeutels überdecken. Bei diesen Organen handelt es sich um die Niedermentaldrüsen. Niedermentaldrüsen münden in die Mantelhöhle und sondern ein Sekret ab, das zur Herstellung von Eihüllen benötigt wird. Unter dem vorderen Abschnitt der Niedermentaldrüsen liegen bei geschlechtsreifen Tieren rote, ovale Gebilde. Dies sind die paarigen accessorischen Niedermentaldrüsen. Bei dem vorliegenden Exemplar sind sowohl die Niedermentaldrüsen als auch die accessorischen Niedermentaldrüsen noch recht klein ausgebildet. Es handelt sich vermutlich um ein noch sehr junges Tier. Um den Schlund zu entfernen und sowohl Kiefer bzw. den Schnabel als auch die Radula zu sehen, wird mit den Fingerspitzen der Schlund umfasst und herausgezogen. Am herausgezogenen Schlund befindet sich noch die Speiseröhre bzw. der Ösophagus.
Der Kiefer besteht aus Ober- und Unterkiefer und ähnelt einem Papageienschnabel. Die Radula liegt als zungenartige Leiste im Schlundkopf. Bei den Cephalopoden ist das Blutgefäß größtenteils geschlossen. Bei einigen Arten ist es sogar gänzlich geschlossen. In das arterielle, in der Körpermitte gelegene Herz münden zwei Kiemenvenen. Im Herz befindet sich immer sauerstoffreiches Blut. Denn die Kiemenvenen führen das sauerstoffreiche Blut aus den zwei Kiemen heran. Das Kapillarsystem erinnert an die Verhältnisse bei Wirbeltieren. Somit zeigt sich auch in Bezug auf das Blutgefäßsystem die hohe Organisation der Cephalopoden. Die Schale bzw. den Gladius kann man vorsichtig mit den Fingern aus dem Mantel ziehen und somit entfernen. Es handelt sich beim Gladius um eine innere Schale.